Vor 2000 Jahren reichte Roms lange Arm noch bis zur Lippe. Das Militärlager von Haltern war Teil des römischen Grenzschutzes und diente als Start- und Versorgungspunkt militärischer Unternehmungen. Zur Zeit des Augustus vor ca. 2000 Jahren lebten hier mehrere tausend Legionäre. Seit über 100 Jahren wird auf dem Gelände gegraben und immer wieder stoßen die Forscher dort auf neue Funde. So auch im April 2019, als bei Grabungsarbeiten der 19-jährige Praktikant Nico Kalmund im römischen Gräberfeld von Haltern am See auf einen Sensationsfund stößt. Und in der Fläche der Ausgrabungen haben wir Verfärbungen gesehen, die zu einem römischen Grab gehören, zu einem Hügelgrab. Es hat sich ein Kreisgraben abgezeichnet mit einer dunklen Verfüllung. Und beim Schneiden des Kreisgrabens kam dieser Dolch zutage. Die Ausgräber stellen fest, dass auch der zur Waffe gehörende Gürtel im Erdreich verborgen liegt. Deswegen wird dieser Fund als Ganzes mit dem umgebenden Erdreich geborgen. Bei dieser sogenannten Blockbergung sorgen Gipsbinden dafür, dass nichts verrutschen kann. Dieses vorsichtige Vorgehen ermöglichte den Restauratoren der LWL-Archäologie eine Untersuchung unter optimalen Bedingungen. Erste Röntgenaufnahmen zeigen, wie die Gürtelteile im Inneren angeordnet sind. Der bei den Römern Cingulum Militare genannte Gürtel wies seinen Träger als römischen Soldaten aus und war fester Bestandteil der Rüstung eines jeden Legionärs. Der Block wird geöffnet. Mit Feinwerkzeugen arbeitet sich Eugen Misch Schicht für Schicht vor. Ein Fund wie dieser ist eine absolute Seltenheit. Denn römische Bestattungen waren relativ einfach gehalten. Die Toten wurden verbrannt und in einer Urne beigesetzt. Getränke, Speisen und parfümierte Essenzen waren die gängigen Beigaben. Also es war völlig unüblich, dass Waffen mitgegeben werden. Es war selbst unüblich, dass die üblichen Fingerringe, dass die Toten ihre Fingerringe trugen. Auch Öllämpchen findet man ganz, ganz selten. Münzen zum Beispiel sind auch kaum beigegeben worden. Insgesamt waren die Ausstattungen also relativ einfach. Und wenn man eine Waffe findet, so wie jetzt den Dolch, dann liegt er außerhalb der eigentlichen Bestattung. Der Dolch. Starke Korrosion hat Klinge und Scheide fest miteinander verbunden. Beim Röntgen lässt sich gut erkennen, was unter der dicken Rostschicht verborgen liegt. Filigrane Muster und Verzierungen, sogenannte Taschierungen, lassen auf eine aufwendig gestaltete Waffe schließen. Spätere CT-Untersuchungen werden zeigen, dass die Klinge aus aufwendig gestaltetem Streifendamast besteht. Die Reinigung aller Waffen und Gürtelteile erfordert viel Fingerspitzengefühl. Mit Ultraschallwerkzeug werden vorsichtig Verkrustungen abgetragen. Langsam kommen so die Beschläge des Gürtels zum Vorschein. Zum Erstaunen des Restaurators sind sogar noch Lederreste erhalten geblieben. Ursprünglich war das Leder dicht besetzt mit Plättchen aus Bronze oder Messing. Um den Eindruck von teurem Silber zu erwecken, waren die Metallplättchen mit Zinn überzogen. Auch die dicke Korrosionsschicht auf dem Dolchgriff wird entfernt. Feine Muster und Verzierungen werden sichtbar. Eugen Misch orientiert sich bei seiner Arbeit an den zuvor gemachten Röntgenaufnahmen. Dolche waren in der römischen Armee weit verbreitet. Ja, Dolche gehörten zur Standardausrüstung, genau wie der Gladius, also Gladius und Dolch. Die Hauptwaffe war der Gladius und der Dolch war im Grunde eine Ersatzwaffe, wenn der Gladius nicht mehr einsatzfähig war, verloren ging.
Und der Dolch repräsentierte vor allen Dingen den sozialen Stand des Soldaten, den sozialen Stand des Legionärs. Es war auch eine repräsentative Waffe. Die stark korrodierte und schon halb aufgeplatzte Dolchscheide wird geöffnet. Nach 2000 Jahren kommt diese Klinge zum ersten Mal wieder ans Tageslicht. Wir sehen hier die Blutrinne. Zwei Stück parallel zum Mittelgrat der Klinge. Wir sehen die Schneiden des Dolches. Wem gehörte die Waffe? Wer hat die Waffe hier abgelegt und aus welchem Grund? Sind Fragen, über die nur spekuliert werden kann. Vielleicht war es so, dass Angehörige oder Kameraden den Dolch dort niedergelegt haben, auf Wunsch des Bestatteten. Das wäre eine Möglichkeit. Möglich sind aber auch viele andere Ereignisse. Sicher ist aber auf alle Fälle, dass es kein kriegerisches Ereignis war. Also, dass der Dolch nicht verloren wurde bei einem Kampfereignis zum Beispiel. Das können wir definitiv sagen. Eugen Misch versucht die Unterseite der Klinge mit dem Sandstrahlgerät und einem kleinen Trennschleifer so weit wie möglich zu lösen. Ohne großen Widerstand lässt sich die Klinge schließlich komplett abhebeln. Nach 2000 Jahren ist sie wieder frei. Immer weiter werden die korrodierten Teile entfernt. Muster aus Rauten, Halbmonden und Blättern kommen hervor. Um diese sogenannten Taschierungen zu erhalten, wurden erst Vertiefungen in die Bleche eingefügt, in die dann feine Drähte oder Bleche aus Silber und Messing eingebracht wurden. Einige Silberfäden waren nur 0,15 mm stark. Einlagen aus rotem Email und Glas machten den Dolch zu einer repräsentativen Waffe. Es gibt Dolche, die sind viel einfacher. Die haben eine einfache, unverzierte Eisenscheide. Und im Vergleich dazu ist der Dolch natürlich schon außergewöhnlich. Das ist ein Blickfang. Damit möchte man zeigen, man ist stolz auf seine Arbeit als Legionär. Die Waffe wurde sicher nicht in Haltern hergestellt. Wir kennen hier Eisenverarbeitung, Eisenreparatur. Aber hergestellt wurde sie sicher in einer speziellen Werkstatt, die auf die Herstellung von Militaria spezialisiert war. Der Römerdolch von Haltern, ein Spitzenerzeugnis römischer Waffenkunst, erstrahlt nach 2000 Jahren in der Erde zu neuem Glanz. Ein einzigartiger Fund, der immer noch viele Fragen offen lässt. Ein Relikt aus einer Zeit, als die Grenzen des Imperiums bis nach Westfalen reichten.